Moin Moin und willkommen zurück bei Diktatorie. Dass das nochmal passiert, ist echt, ja, war mal wieder eine Lust- und Laune-Idee. Die Jungs, Fabi, Samu, Thorsten und noch ein paar andere gehen, wollten zumindest, diesen Winter vermehrt in die Halle fahren, weil Saison ist vorbei. Und ja, alle haben sich einen Turnwagen geholt oder haben einen und der Einzige, der keinen hat, bin ich. Deswegen habe ich nachgezogen. Und zwar mit dem neuen ARC R12. Richtig umgehalten? Yep. Warum ARC? Ganz einfach, aus zwei Gründen. Der erste Grund, ich bin Teamfahrer bei LMI Racing. So, daher für mich natürlich eine super Anbindung an Teile und Auto. Und zweitens verstehe ich mich, oder gehört noch zuerst, ich verstehe mich sehr gut mit Stefan. Es ist ein gutes Auto, ein gefragtes Auto. Habe mich natürlich vorher informiert, was man fahren könnte, wenn man nicht 600, schieß mich tot, Euro plus Chassis für ein X-Ray ausgeben will oder wie auch immer. Sondern der R12 ist ein neues Chassis, neu aufgebaut mit Mittelmotoraufbau. Habt ihr vielleicht schon im Capricorn gesehen bei mir. Und habe mich dann dafür entschieden. Und zweitens, ARC ist auch die Abkürzung für Addicted RC. Also, ARC macht jetzt ARC. Ne? Und deswegen habe ich mir das Ding jetzt besorgt. Kostet im Schnitt so um die 450 Euro. Kriegt man momentan vielleicht auch bei LMI oder anderen Läden, die es anbieten. Ich glaube, momentan ist so ein bisschen Angebot. Müsst ihr mal gucken. Ich hau den Link zu LMI Racing. Steht sowieso in der Videobeschreibung. Also geht da mal rein und guckt euch das an. Ich habe ein kleines Paket von Stefan bekommen. Habe gesagt, du pass auf, ich möchte das. Leider war kein... Also ich wollte eigentlich den Wagen mit Alu-Chassis. Habe ihn jetzt aber mit Carbon-Chassis bekommen. Ist nicht schlimm, ich wollte eh beide Chassisplatten haben, habe mir noch eine Alu-Chassisplatte nachbestellt. Die kommt auch die nächste Woche, die Tage. Deswegen habe ich jetzt erstmal hier das Carbon-Kit. Halb so wild. Wir können ja momentan eh noch nicht fahren. Ne? Ja. So, was habe ich dabei? Dabei habe ich eine Ford Mustang 68er Baujahr Karosserie. Warum diese Karosserie? Ich möchte das Auto für die, ich sag mal, VTA-Klasse aufbauen. Reglementmäßig auch auf VTA fahren. Aber ob ich da wirklich mitfahre, lassen wir jetzt mal so in den Stern stehen. Ist eine Protoform-Karo, gibt es auch bei LMI. Alles, was ich hier habe, gibt es bei LMI. Das ist dann hier manchmal so rum. Ne? So sieht es dann aus. Mit Aufklebern, kennt man von Protoform. Protoform macht echt super Karosserien. Dazu gab es ein paar Ersatzteile und Tuningteile, sowie jeden Querlenker, den das Auto einmal hat. Bei dem Auto muss man die Querlenker einzeln kaufen. Bricht einer vorne rechts, bestellt ihr einen vorne rechts oder tauscht nur den vorne rechts auf, macht nur eine Packung auf. Dann habe ich die Exzenter in Alu bestellt. Hat man mir zu geraten. Hat mir aber gesagt, brauche ich nicht unbedingt am Anfang, aber irgendwann vielleicht. So, jetzt ne, sind halt in Alu da. Das ist die Artikelnummer, für die, die es wissen wollen. Gleichzeitig habe ich mir auch einfach nur, weil ich es wollte, die Lenkung in Alu bestellt. Also die Lenkarme. Dann habe ich ein, das hat Stefan mir aber auch zusammengestellt, so, also Querlenker und das jetzt, was ich euch gleich zeige. Das sind so Ersatzteile, wo er sagt, bis auf die Alu-Teile jetzt, die beiden, die ich euch eben gezeigt habe, habe ich selber bestellt. Aber die anderen hat er gesagt, das nimm mal dazu, schadet nicht. Dann haben wir hier halt noch einen Radträger für links, rechts, hinten. Und vorne einen Steering-Block für vorne, links, rechts. So, und dann haben wir hier noch die Lenkarme, die an den Steering-Block rankommen in Carbon. Die sind auch als Ersatz dabei. Oder ist das Tuning? Ich weiß es nicht. Es passt auf jeden Fall auch auf den R11. Viele Teile, die auf den R12 passen, passen auch auf den Vorgänger oder andersrum. Könnt ihr sehen, wie ihr wollt. Was gab es noch dazu? Das Ding braucht natürlich auch Technik. Ne?
Ein zweites Paket kommt noch. Da ist dann, das Auto ist aber auch dann noch nicht fertig, weil Motor und Regler. Beim Regler tue ich mich momentan ein bisschen schwer, wegen der Auswahl, welchen Regler nehme ich. Motor weiß ich, welchen ich nehmen möchte, ist aber nicht lieferbar. Ne? Ich möchte nämlich den CSX V2 Motor haben, 17,5 Turns. Vielleicht die Leute, die die VTA-Klasse schon fahren, was ratet ihr mir? Den Fixed-Timing oder den Nicht-Fixed-Timing plus 30 Grad Timing? Ist nämlich beides, wenn ich den nämlich doch mal Megadrom-Serie fahre, ist nämlich beides erlaubt. Eins von beiden soll ein bisschen besser fahren. Vielleicht weiß es ja jemand, schreibt es in die Kommentare. Dazu gab es aber das Servo, was extra für dieses Chassis, für diesen Wagen von Cyworks hergestellt wurde. Und zwar ein ARC, na, Kamera? Warte nicht, ne gut, hier steht nämlich ARC SRS drauf, ist das SB2263MG, hat hier so eine eigene Halterung, die ans Chassis geschraubt wird. Das ist die Chassisbefestigung, zack, drei Schrauben, Servo sitzt, soll wohl sehr super sitzen. An drei Schrauben muss das aber auch sitzen. Das Servo hat eine Daten, es wiegt 48 Gramm. Hat eine Stellgeschwindigkeit in 60 Grad von 0,076 Sekunden, schon recht schnell, und hat 10 Kilogramm. Das reicht für einen 1:10er Tourenwagen mehr als aus. Ich bin sehr gespannt. Jetzt gucken wir mal rein. Ich habe vorhin schon einmal kurz reingeguckt. Ne, das Siegel habe ich geöffnet, das war geschlossen. Und dafür euch jetzt ein bisschen näher ran, damit wir noch einmal ins Kit gucken. So, hier nochmal. Jetzt kann ich es ja zeigen, glaube ich. Ja, das ist das Servo. Ja, Cyworks 2510, ganz normal. Schönes kurzes Kabel, das gefällt mir. So, dann haben wir hier endlich mal wieder eine Anleitung in Papierform. Na, gucken wir das mal an. Also ihr wisst ja, ich habe immer sehr hohe Ansprüche an eine Anleitung, seitdem ich Techno-Chassis aufbaue. Und hier gibt es noch Optional Parts, das wird hier alles gezeigt. Extra Seiten für die Anleitung, da wurde wohl wahrscheinlich ausgebessert. Deswegen, ja, muss die Anleitung funktionieren. Funktioniert sie nicht, ist sie für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, automatische Scheiße. Nein, das ist jetzt, das klingt übertrieben, aber es sieht klar und deutlich aus. Ich bin gespannt, was es wird beim Aufbau. Ich habe richtig Bock, das Ding aufzubauen. Ja, das ist dann das. Aufkleber in riesengroß. Für die kleine Karo, okay. Dann haben wir hier die Chassisplatte. Carbon. Wie ihr seht. Hier, Moment. Da sind drei Löcher. Diese drei werden 100% diese drei sein. Ja, ganz genau. Da wird das Servo sitzen. Na? Das Schöne ist, die ist hier angewinkelt. Seht ihr das? Diese matte Stelle in der Kamera. Angewinkelt. Sehr schön. Angefasst, wie man es nennen möchte. Dann haben wir hier sämtliche Teile. Die Dämpfer sind in Schwarz-Silber. Das sind diese mega kleinen Dinger da drin. Ich kann mich da, glaube ich, nie dran gewöhnen. Bumper, Carbonteile, Karo-Halter, Stabis. Wir haben auch, ich bin der Meinung, das will ich gleich mal sehen. Ich sage jetzt nichts Falsches, ich sage erstmal nichts, damit ich nichts Falsches sage. Na, hier haben wir das Stiff, hier haben wir das Innenleben, den Spool, oh, Carbon, Querlenker, Rodends, alles Mögliche. Das wird wieder Schmerzen für die Finger, weil die kleinen Sachen tun immer mehr weh als die großen. Das. Wir haben CVDs und Doppelgelenkkardans. Riemen. Da fällt mir gerade ein, so ein Ersatzriemen wäre nicht schlecht gewesen, Herr Eberding. Mittelmotorhalter hier, die Carbonbrücken sind da. Also ich weiß ja nicht, wie schnell so ein Riemen verschleißt, aber ich sehe das hin und wieder, dass mal sowas halt kaputt ist. So, Silikonöl in 500 und 3000. 500 soll wohl in die Dämpfer
und 3000 Insektiv, weil vorne haben wir ja kein Div. So sieht das Ganze aus. Ich habe richtig Bock. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir das Ding in einem Stream aufbauen wollen oder nicht. Habe ich eigentlich doch Bock zu? Baue ich jetzt einen Stream auf oder nicht? Was ist denn das jetzt hier auf der Extra-Seite? Also hier haben wir einen Setup-Sheet. Na? Electric Touring Car, R12. Sind das beides mal dieselben Seiten? Ich glaube schon. Doppelseitig gedruckt. Also jetzt auf den ersten Blick sieht es gleich aus. Achso, nee, Quatsch. Wir haben hier ein leeres, wo ihr euch selber eintragen könnt. Und eins, wo schon so ein Grundsetup eingetragen ist, wo man sich erstmal nachrichten kann. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Das werde ich wohl am Anfang erstmal machen. Na? Man soll Distanz, das sehe ich zum ersten Mal, da. Man soll 1 cm mit dem Bumper Distanz zur Karo haben. Für mich ist das immer so, meine Karo muss anliegen. So, am Bumper, damit ich da, damit das nicht während des Fahrens, allerdings kenne ich es nur so aus dem GT, da war man schon mal so schnell, dass die Karo sich vorne eingedrückt hat und dann auf dem Asphalt geschliffen hat. Beim 1-10er wird es wahrscheinlich nicht so sein. Ne? So, ja, hier sind noch mal ein paar extra Angaben. Wir werden es sehen beim Aufbau. Ne, wir haben auch kugelgelagerte Stabis. Zwei einzelne Topplates, sieht sehr geil aus. Ich freue mich. Ich bin interessiert sehr dran. Ich habe nämlich richtig Bock. So, genug gesagt, dass ich Bock habe. Da kommt noch mal eine andere Karo. Und Reifen und Reifenkleber. Weil extra für diese VTA-Klasse gibt es extra VTA-Reifen. Die habe ich mir bei Kleinkram gekauft, genauso wie die Karo. Ich habe nämlich Bock auf diese alte Corvette Stingray. So. Und da bin ich richtig gespannt, weil das ist für mich die schönste VTA-Karo. Ja, und die Felgen, dann habe ich mir in Schwarz geholt, weil sie im Angebot waren in Schwarz. Und zum Selberkleben, deswegen der Reifenkleber. Ich habe auch gar keinen Reifenkleber. Das musste halt einfach auch sowieso mal her. Ne? Gut. ARC R12. Mittelmotor, 1:10, Touring Car, Tourenwagen. Ich bin gespannt, was das wird. Ich bin schon echt gespannt, wie sich der Haufen aufbauen lässt und wie viel Spaß mir das macht. Ich habe nämlich mit solchen Autos schon zweimal angefangen und habe es zweimal echt nach kurzer Zeit wieder hingeworfen, weil es, weiß nicht, entweder war ich früher mit den falschen Leuten beim Fahren oder wie auch immer, es hat mir einfach nicht so viel Spaß gemacht. Ich bin gespannt. Ich glaube, wenn man erstmal mit den richtigen Leuten unterwegs ist, dann wird das auch Spaß machen. Ne? Gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat vom R12 ARC, lasst gerne, ja, danke Kühlschrank zum Abschluss, ne? Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, lasst doch gerne ein Abo da. Und wenn ihr Fragen habt, ab in die Kommentare. Ich beantworte sowas meistens. Da bin ich ehrlich. Nicht alles sehe ich. Und dann sehen wir uns entweder zum Stream oder zu einem Aufbaufazit mit dieser Karo wieder. Mal gucken, wie ich sie lackieren werde. So ein 68er Mustang. Das muss farblich passen. Vielleicht wird auch einfach nur Gunmetal. Mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.